Hallo aus Teneriffa. Vielleicht noch was zu den Preisen. Für einen Flug zahlt man so zwischen 140 und 200 Euro, je nachdem wie kurzfristig man bucht, von wo man bucht und so weiter. Wir sind von Baden-Baden geflogen und mit Sitzplatzreservierung und auch ein bisschen, was heißt kurzfristig, ich glaube so einen Monat im Voraus oder so. Und da waren wir bei 180 Euro. Ja. Das entspricht auch dem, was ich jetzt von den anderen Europäern gehört habe, die hier zum Beispiel im Coworking Space sitzen. Für das Airbnb-Apartment, was eigentlich ein ganz gutes Apartment ist, zahle ich 875 Euro für einen kompletten Monat oder für jetzt diese vier Wochen sind es. Für den Coworking Space zahlt man für einen kompletten Monat 200 Euro. Und die Nahrungsmittel vor Ort, es kommt drauf an, ein paar Sachen, die sie importieren, sind natürlich dann doch teurer. Aber generell ist der Preis vergleichbar mit Deutschland, manchen Sachen auch günstiger. Und gibt alles, was man braucht. Restaurantpreise sind niedriger als in Deutschland, sprich, wenn man hier essen geht, muss man nicht so viel ausgeben. Ja, das mal so zu dem Preisgefüge hier. Ich kann jetzt natürlich nur über den Norden sprechen, in Puerto de la Cruz. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen aussieht, bei den noch größeren Touristenhochburgen. Ja, so viel von Teneriffa. Schöne Grüße nach Deutschland.